Das Überraschende eigentlich immer wieder ist die Feststellung, wie vielschichtig, vielseitig und vielgestaltig Pilze sind und dass sie eigentlich für jede Fragestellung, die uns heute als Menschheit rumtreibt, sie eine Antwort bergen. Sei es, dass man sie in der Biotechnologie nutzt, um neuartige Materialien herzustellen, neuartiges Leder, was nicht mehr auf Tieren beruht. Sei es, dass man neue Medikamente herstellen kann, dass wir wegkommen von einer erdübersierten Welt hin zu einer Welt, die auf einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beruht. Das ist sehr, sehr spannend und auf der anderen Seite natürlich auch, dass sie ein großes Bedrohungspotenzial sind. Viele sind Pathogen für den Mensch, für die Pflanze und sie bedrohen unsere Getreideernten, sie bedrohen unsere Gesundheit. Und an ihnen zu forschen, eröffnet demzufolge Anwendungspotenziale in viele Richtungen. Die sogenannte weiße Biotechnologie, als auch die sogenannte rote Biotechnologie. Und deshalb ist Forschung mit ihnen auch so dankbar.